Hallo zusammen und willkommen zurück bei Crusader Kings 2 hier in Britannien, wo wir immer noch auf Ansprüche warten, hier in der Altmark. So, die Altmark. Wo ist die Altmark? Da. Hier regiert ja unsere Frau. Havelberg und Werle, hier reagieren. Regieren wir? Ja, das konnten wir unserer Frau ja nicht übertragen, leider. Schade, schade. Was ist es mit der Lausitz? König Arnos der Weichliche. Hat man gegen den gekämpft? Nee. Es ist ein Böhme. Ein böhmischer König. Grenzdisput um Lausitz könnte man machen. ...600 Pietät verlieren, 1400 Gold. Und richtig schlechte Meinung. Nee. Es ist... Es ist halt auch katholisch. Nein, das machen wir nicht. Da sehen wir auch keine Gründe zu. Das ist nicht wichtig für uns hier. Als ihr über neue Möglichkeiten sinniert, wie ihr euer Reich noch besser machen könntet, präsentiert euch Alfred eine Idee. Kaiser, wenn ihr ein Apothekensystem in den Provinzen aufbauen würdet, würde die Gesundheit eurer Untertanen beträchtlich davon profitieren und im Gegenzug wären sie produktiver. Das stellt ja richtig, richtig visionäre Ansichten, unser Alfred. Wie würden wir darauf reagieren? Ja, wohltätig sinnvoll. Ja, ich denke, das würde annehmen. Eine kluge Idee, ich werde es veranlassen. Kostet natürlich richtig Geld. Erlesener Kaiser Adolf, ich möchte euch hiermit für einige Feierlichkeiten zu meiner Krönung an meinen Hof einladen. Wer ist das? König Höll der Vierte von Breiz. Vom Papst getauft. Wow. Gierig und gerecht. Ja, das machen wir. Und Bran ist unser Vasall, während wir nicht am Hof sind. Wir schicken ihm gleichzeitig auch ein bisschen Geld. Oh, 216, wir schicken ihm kein Geld. Nach Breiz. Breiz ist hier, ne? Ja, heißt gerade Brörek, warum auch immer. Öl der Vierte von Breiz. Nun gut, so soll es sein. Krönung von König Hol den Vierten. König Hol kniete vor Fürstbischof Nordhorn, während uns eine Schar seiner Vasallen in völliger Stille umgab. Der Fürstbischof segnete ihn, setzte die Krone auf sein Haupt und verkündete seine Krönung zum König von Breiz durch die Gnade von Gott. Lang lebe der König! Als die Zeremonie schließlich beendet war, verabschiedete mich König Hol noch und entließ mich aus seinem Hof zusammen mit allen seinen anderen Gästen. Es ist schön, wieder in Desmond zu sein. Sehr schön. Er war jetzt nicht so eine Weltreise, ne? So. Hier oben regiert Typhus. Und wir kommen ins Jahr 1059. Jetzt nähern wir uns langsam dem früheren Spielstart, der 1066 war.
Seit geraumer Zeit klagt meine Gattin, Kaiserin Eustachie, über ihre schmerzenden Gelenke, die offenbar anschwellen, heiß werden und stundenlang Schmerzen verursachen. Da soll sich auch unser Hofarzt drum kümmern. Hoffen wir das Beste. So, Vizekönig Findlay gegen Herzogin Christina von Wessex. Da oben nach da unten? Also mal wirklich. So nisch. Oh, sie ist krank, aber auch schwanger. Okay, schön. Zur Aberkennung von Ross. Gibt es zweimal Ross? Das müssen wir erstmal rausfinden. Titel oder Region suchen. Ross. Ja, Baronie Ross, das ist ja unsere hier. Und eine Grafschaft Ross. Okay, alles klar. Wollte schon sagen, hä? Die streiten sich um meine Sachen? Das kann ja nicht sein. Herzog Caelan der Zweite. Den Orkneys. Caelan der Erste ist gestorben, ein Säufer. Und sein Kind. Oh, können uns vielleicht gleich schon mit gut schicken. Gut stellen, schicken ein kleines Geschenk. Das ist ja noch nicht so teuer, wenn die noch jünger sind. Aber jetzt sind wir mal wieder auf Sparkurs. Wir wollen ja weiter die Provinzen ausbauen. Ein Trupp Soldaten unter der Flagge von Herzogin Eileen von Moray hat vor kurzem mitten in einem Feld, das einem Bauern in Desmond gehört, ein Lager errichtet. Laut den Bauern geriet ihr Lagerfeuer außer Kontrolle und seine gesamte Ernte verbrannte. Er hat sich in die Sache an neuen Hof gewandt und verlangt Entschädigung. Okay, das ist Eileen von Moray. Die können wir sehr gut eigentlich leiden. Okay. Wir entschädigen ihn aus unserem Vermögen. So. War ja jetzt nicht so teuer und das war ja keine Absicht. Oh, unser Hofarzt ist gestorben. Warum gibt es denn da keine Meldung drüber? Der war ja nicht nur unser Hofarzt. Eigentlich müsste der auch hier rumnölen. War das nicht unser Kaplan war das nicht. Hatten wir jemand anders gemacht. Aber der Hoflehrer war es auch. Da können wir das auch sehen. Haben wir hier Hoflehrer hier nicht drin? Nee, ne? Doch, da. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir brauchen einen neuen Hofarzt. Wir können erstmal gucken, ob wir was Gescheites am Hof selber haben. Das sind aber alles keine gelernten Ärzte, ne? Alles Theologen. Dann suchen wir mal einen. Schicken wir ein paar Boten los. Müssen wir nämlich dann auch nach einem Hoflehrer gucken. Eure Kundschafter berichten von einem einäugigen Mann, der kürzlich in Desmond eingetroffen ist. Er wird vom einfachen Volk Serapion der Weise genannt und scheint mit erstaunlichem Wissen gesegnet zu sein, mit welchen er zu beeindrucken und zu helfen weiß, wo immer er auftaucht. Für viel Gold würde er das Wanderleben aufgeben und sich an euren Hof niederlassen. Wow. Genius, Abenteurer, Zölibat, ehrgeizig, gefräßig und faul. Er ist faul und ehrgeizig. Ich finde, das schließt sich aus immer, ne? Ein Serbe.
Ja, mach dieser Person ein großzügiges Angebot. So, und Bildung 27. Meine Güte. Und meistens ist bei uns ja auch der Hofarzt gleichzeitig der Hoflehrer. Deswegen werden wir ihn auch zum Hoflehrer machen. So, haben wir wieder einen superfähigen Arzt. Oh, Bischof Spikto ist nicht mehr. Seiner hartnäckigen Grippe verstorben. Dann brauchen wir einen neuen Hofgeistlichen. Ja. Aber an den zum Geistlichen machen ist nicht gerade logisch, ne? Nee. Auf der anderen Seite hier so ein Fehler. Mm-mm. Hier. Den können wir doch auch super leiden. Was heißt, er kann uns super leiden? Unsere Wertung steht da ja gar nicht. Naja, nehmen wir trotzdem ihn. Ein paar, die uns mögen, können ja nicht schaden. Und da können wir auch gleich mal wieder reinschauen, ob wir irgendwelche Gesetze noch ändern müssten. Unautorität hoch, nein. Pflichten könnten wir mal beigehen. Und beim Rat. So, da könnten wir beispielsweise Hinrichtung, dass wir nur beteiligt sind. Verbannung. Hinrichtung oder Verbannung? Nein, da will ich mich nicht mit belasten. Also das Wichtigste ist, dass man diese Titelaberkennung hat. Deswegen machen wir die Pflichten. Und zwar die Oberschicht sieht es vor, dem Lehnsherrn Geld statt Truppen zu schicken. Aber wir wollen mehr Truppen. Da haben wir drei dafür, drei dagegen und ein Unentschieden von Bürgermeister Oschitel von Leves. Dann müssen wir den mal auf unsere Seite ziehen. ...139 für einen Gefallen. Warten wir, bis die Kohle abgezogen wird. So, gut. Und dann... schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Müssen wir das noch als separat einfordern? Ja, ich glaube. Fordert im Rat eure Unterstützung an. Braucher? Nee. Man macht das einfach zu wenig. Jetzt sollte es aber auf jeden Fall klappen. Jawohl, da ist er. Okay. Es ist eine gute Tradition, ein paar Klatschbasen, um eine schwangere Frau herum zu haben, um sie während dieser heiklen Zeit ihres Lebens zu beruhigen und von ihren Sorgen abzulenken. Als Ehemann von Eustachius ist es meine Pflicht, ihr die Unterstützung zu geben, die sie braucht. Ja, sie braucht vertraute Gesichter um sich herum. Ist ja auch meistens logisch. So, eine Gegenstimme. Was dauert denn da so lange, Leute? Zwei Gegenstimmen. Sollte eigentlich durchgehen.
Ja. Sehr schön. Mehr Truppen. Bin generell mal schauen, ob wir nicht Ratspositionen ersetzen. Aber die sind eigentlich alle gut besetzt. Auch der hat auch nur ein Auge. Morgen der Unfertige. Soll lieber mal sehen, dass er da fertig wird. So, gleich ist hier noch ein bisschen was abgeschlossen im Bau. Sehr schön. Ein Sohn. Nein, Adolf soll er nicht heißen. Der heißt ja Stefan. Wie nennen wir den? Nach Ellen? Duncan. Das ist der Großvater. Ich meine, sein Vater hat er ja nicht groß gekannt. Deswegen heißt er schon der Erstgeborene nach seinem Erzieher. Das sind die Geschwister, aber zu denen hat er auch eigentlich nicht so eine große Meinung, vor allem wie alt die sind teilweise. So. Ja, ich glaube. Nach Vater, nach Großvater, Barthelmy. Das irgendwas stimmt da nicht. Duncan, Douglas, Allen. Ah, mal noch. Okay. Die Ställe wurden in Brandenburg gebaut. Die nehmen noch ein bisschen wenig ein, finde ich. Hier können wir auch gerade finanziell nichts ausbauen. Husaren nicht. Und Kasernen verstärken wir weiter das Militär. So, und hier sind wir jetzt endgültig fertig, sind auf dem aktuellsten Stand. Moderner geht es nicht. Dann können wir weiter Ross ausbauen. Achso, nee, nee. Geld ist die Limitierung gerade. Müssen wir erst wieder ein bisschen ansparen. Aber das Kind sieht ja aus, ey, der Potschnitt hier. Dass ich noch nicht die Option habe, die Kultur zu wechseln auf Schottisch. Wir machen jetzt hier nämlich alles wieder kaputt in Angelsächsisch, ne? Wo ist denn der? Meinung? Nein. Handelszonen, Regierungsform. Wo war es denn? Wirtschaft, Kulturen. Ne, ist noch alles schottisch hier. Da oben ist irisch. Da ist irisch. Muss man sich mal reinziehen. Hier unten ist der bretonische Einfluss. Naja, irgendwann wird es ja eh Englisch, obwohl ich weiß nicht. Oh. Kaiser Elo von Britannia, Königreich Wales von König Bran der Apostel geerbt. Er starb bei einem verdächtigen Unfall. So, und Herzog Idwal II. Von Gwynedd. Nee, das ist nicht. Das war der Bruder. Ach doch. Boah. Wow. Der ist jetzt ein sehr mächtiger Mann. Okay. Den sollten wir definitiv im Auge behalten. Der hat ihn auch garantiert getötet. Möchte ich mich mal so ganz grob drauf festlegen?
Der ist noch Schotte. Aber mit Wales? Da müssen wir uns was überlegen. Da werden ja mehrere in Frage kommen. Denke ich mal. Wer ist denn da? Herzog Aniel von Cornwall. Guck mal hier. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, das sah hier, dieses Ding hier sieht so französisch aus. Aber es ist ja noch rot, es ist ja noch in unserem Besitz. Da ist Idwal. Der kriegt definitiv nichts. Shaw von Powys haben wir hier noch. Er könnte ein Kandidat sein. Alleine, weil er ist ehrgeizig. Der könnte den vielleicht ein bisschen bearbeiten. Der könnte vielleicht Anspruch haben auf Wales. Ja, ansonsten kommt für mich hier kein anderer in Frage. Sie als Frau eher nicht. Und Aniel von Cornwall ist auch schon depressiv. Nee, ich denke mal und pickte. Da ist, glaube ich, Herzog Shaw von Powys der Kandidat, der neue Vizekönig von Wales wird. Ja, ich werde drüber nachdenken, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.